Hallo Freunde und herzlich willkommen. Hier ist wieder mal euer Broll und ich sitze hier in Chaisons-Sévenech an einem Stellplatz, Picknicktisch mit einem wunderbaren Fluss, viel Natur um mich herum. War eine lange Sendepause, ne? Aber das macht nichts. Manchmal braucht man Zeit zum Nachdenken oder zum Denken. Und ich habe eine neue Reihe für euch, beziehungsweise hatte eine Idee, und zwar habe ich einfach mal Worte durch meinen Kopf gehen lassen und was mir dazu einfiel auf die Schnelle, und da habe ich mir eine ganze Liste gemacht und da möchte ich jetzt mal drauf eingehen. Bevor ich das aber mache, möchte ich hier mal noch was loswerden, weil es gibt immer so ganz super schlaue, die so blöde Kommentare oder so intelligente Kommentare reinschreiben, wie deine Kinder können meinem Leid tun, deine armen Kinder und. Ja, also alles in die Richtung abzielend. Denen sei mal gesagt, Punkt 1, meine Kinder wachsen frei auf, die haben noch Zeit, Kind zu sein, die können sich entwickeln. Sie werden nicht zu Fachidioten erzogen, zweitens werden sie nicht überfördert oder überfordert, wie es bei vielen heute der Fall ist. Und drittens, wenn ihr ein Problem mit mir habt, dann macht das Problem mit mir aus und nicht über meine Kinder, weil dafür seid ihr nämlich viel zu dämlich. Und viertens, sollen meine Kinder der Dorn in eurem Fleisch sein oder in dem Fleisch eurer Kinder, die so idiotisch und systembezogen als Funktionsdeppen durchs Leben rennen. So, und jetzt komme ich zu dem, was ich eigentlich machen will, nämlich heute komme ich erstmal zu dem Begriff Maut. Maut, ja. Wir haben in Deutschland Toll Collect. Toll Collect wurde von vielen anderen Ländern abgelehnt, weil es eben alle Fahrzeuge erstmal erfasst, unter anderem die Kennzeichen scannt und dann erst aussortiert wird nach Fahrzeugart, sprich über Rechner wird dann geschaut, ist es ein LKW oder ist es ein BKW und in welche Gewichtsklasse fällt er. Warum haben das viele Länder abgelehnt, beziehungsweise Leute in den Ländern? Ganz einfach aus dem Grund, weil es eine Bewegungskontrolle, ein Bewegungsprofil zulässt von Leuten, die unterwegs sind. Und was hat es jetzt aktuell mit dem Thema PKW-Maut zu tun? Ganz einfach, überlegt euch mal, welches elektronische System man in der BRD installieren will. Nämlich auch ein automatisches Scansystem und nicht nur an den Autobahnen, sondern auch auf den Bundesstraßen. Und womit wir gleich bei dem nächsten Zahn wären, den man ziehen kann, der Bundesregierung, weil es immer heißt, wir müssen in allen anderen Ländern auch Maut zahlen. Ja, wenn wir auf die Autobahn fahren, sicher ja. Fahren wir auf der Nationalstraße, die oft autobahnähnlich ausgebaut sind und auch Geschwindigkeiten bis 110 km/h, was eigentlich schnell genug ist, zulassen, dann zahlen wir keine Maut. Und das ist das Märchen, was eben nicht ganz stimmt in der BRD. Wir zahlen nicht überall Maut und wir können die Maut umgehen, wenn wir wollen. In der BRD will man das, indem man das auf die Bundesstraßen ausweitet, eben unterbinden und vermeiden. Toll. So, dann diese automatischen Scanner werden genauso wie Toll Collect Scanner alle Fahrzeuge erfassen und dann entsprechend über Computer einordnen. In Verbindung mit Toll Collect, wunderbare Geschichte, ich kann ein herrliches Bewegungsprofil von jemand erstellen. Der Witz ist der, es ist ja sowieso schon problematisch, heute mal sein Fahrzeug an seine Tochter, seinen Sohn zu verleihen oder an einen bekannten Freund oder wie auch immer. Denn da haben ja die Versicherungen schon einen gewissen Riegel vorgeschoben. Du wirst ja gefragt, wenn du deinen Versicherungsvertrag machen willst, wer ist Fahrzeugführer oder wer führt das Fahrzeug? Und in dem Moment, wo du reingeschrieben hast, ja nur ich, hast du schon ein Problem,
in dem Moment, wo jemand anderer damit fährt, beziehungsweise eventuell sogar noch einen Unfall oder verursacht oder in einen Unfall verwickelt ist. Denn unter Umständen sagt dann die Versicherung, Freund, zahlen wir nicht, ganz einfach aus einem Grund. Du hast dich als Fahrzeugführer eingetragen und dadurch hast du auch Prozente bei uns bekommen. Und wenn du dein Fahrzeug dann an jemand anders verleihst, dann fährst du oder fährt derjenige ohne Versicherungsschutz. Muss man sich einfach mal durch den Kopf gehen lassen. Es ist einfach so, Versicherungsverträge enthalten viele Klauseln, die der Normalbürger eigentlich schon gar nicht mehr versteht. Und versucht mal bei einer Versicherung anzurufen und einen Juristen ans Telefon zu kriegen. Ihr werdet schnell feststellen, dass für jede Versicherungsklausel ein eigener Jurist zuständig ist, der sich nur mit diesem einen Ding befasst. Habe ich leider mal erlebt und dadurch weiß ich das. Ja, gut, okay, gehen wir mal zurück zur Maut. Dann, was bei der Maut noch ist, ja, die EU wird es oder der EU-Gerichtshof wird es sicher so nicht durchgehen lassen, diese Rückzahlung von der Kfz-Steuer. Kfz-Steuer war ursprünglich oder ist eigentlich dafür gedacht, für den Straßenbau. Nur aufgrund der Zweckentfremdung reicht das Geld natürlich nicht mehr. Und mal ganz ehrlich, muss ich bis vor jede Haustür eine Autobahn haben oder eine Bundesstraße? Oder kann ich nicht mal eine Viertelstunde, halbe Stunde länger fahren? Ja, jetzt kommt natürlich von vielen bestimmt gleich der Einwurf, Umweltschutz und bla bla bla. Zu dem Thema werde ich in einem anderen Video kommen und euch mal den Irrsinn vor Augen führen. Jetzt sind wir bei der Maut. Gut, also, wie gesagt, die Rückzahlung der Kfz-Steuer wird der EU-Gerichtshof wahrscheinlich kippen. Und es ist auch nur die Rede von der Rückzahlung im ersten Jahr, von den Folgejahren ist nicht die Rede. Denn man, wenn man heute solche Aussagen macht in der Politik, dann hält man die so allgemein, dass man Recht und Unrecht hat. Sprich, dass man alle Möglichkeiten offen hat, um dann eben später zu sagen, ja, Moment mal, wir haben gesagt. Ja, aber wir haben nicht gesagt, auf Dauer. Okay, das könnt ihr euch jetzt auch mal durch den Kopf gehen lassen. Und was das Thema Maut auch angeht und gerade also diese Verfahren, dieses Scan-Verfahren, geht mal im Internet auf die Suche nach dem Begriff INDECT, ist ein Forschungsprojekt an der Uni Mannheim, welche die Vernetzung der aller Kameras im öffentlichen Raum, sprich vom Bahnhof bis zum weiß Gott was hin, bis zur kleinen Kamera an der Ampel, sage ich mal, die Vernetzung zur Folge haben soll, die wiederum vernetzt sein soll mit Polizeicomputer und Einwohnermeldeämter. Dann will man einen Schritt weitergehen, die sozialen Netzwerke mit einbinden und im allerletzten Schritt will man kleine Drohnen fliegen lassen, automatisiert. Ja, also Überwachungsstaat total. Wenn ihr das haben wollt, bitte lasst die in Berlin weiter walten und schalten, wie ihr wollt. Also ich habe Deutschland deswegen verlassen mit meiner Familie, weil ich keinen Überwachungsstaat will. Und leider seit dem Wegfall der DDR ist in Deutschland leider der Trend so, man will auf der einen Seite den Kapitalismus, das volle Abschöpfen und Ausnutzen des Menschen, auf der anderen Seite will man ihn auch noch kontrollieren. Das heißt, man versucht ein System zu installieren, was eine Mischung aus Sozialismus oder angeblichem Sozialismus ist und aus Kapitalismus. Wobei man immer dem Sozialismus die Überwachung zuschreibt. Nur wenn ihr mal nach Amerika schaut und in andere freiheitliche Länder, was da an Überwachung ist, an kapitalistische Länder, dann werdet ihr ganz schnell feststellen, dass da irgendwo die Kacke am Dampfen ist und dass es nicht der Sozialismus alleine ist, der überwacht, sondern dass man weltweit versucht, von Regimen,
Systemen her zu überwachen. Warum auch immer? Naja, man muss den Menschen in Knechtschaft halten, in Sklaverei. Wie gesagt, ich werde noch viele andere Begriffe bringen und Sachen dazu sagen. Und deswegen will ich hier nicht mein ganzes Pulver verschießen. Bleiben wir also erst einmal bei der Maut. Und wenn ihr tatsächlich so blöd seid und nur noch Zahlemann machen wollt, dann macht ihn. Wenn nicht, dann müsst ihr endlich mal euren Arsch bewegen und sagen, mit mir nicht mehr. Das heißt, Gesicht zeigen und offen bekunden, mit mir nicht mehr. Die DDR hat es uns 1989 vorgemacht. Die Leute sind auf die Straße, haben sich hingestellt, haben gesagt, mit uns nicht mehr. Und genau das Gleiche könnt ihr tun, wenn ihr wollt. Jetzt kann man mir oder wird man mir wahrscheinlich in Deutschland wieder versuchen, daraus einen Strick zu drehen, indem man mir Volksverhetzung oder sonst irgendwas vorwirft vielleicht oder Anstiftung zum Aufstand oder der Demontage der Demokratie, wobei ich die gar nicht demontieren will, vor allem, die Art der Demokratie in Deutschland will ich demontieren und demontiert sehen, weil alle 4 Jahre ein Kreuzchen machen für eine Partei, die dann irgendeinen oder eine Galionsfigur hinstellt als Vorzeigemodell und uns dann vorschreiben, was wir machen dürfen, was nicht, ist keine Demokratie. Demokratie heißt Mitbestimmung, mitsprechen können, aber laut einem gewissen Herrn Tauber sind wir ja zu blöd dafür, weil die Fragen auf Bundesebene sind ja zu komplex. Der Witz ist der, jetzt muss ich leider mal auf ein anderes Video vorweggreifen oder einen anderen Begriff, der noch kommt, wird dort sicher nochmal zur Sprache kommen. Im Jobcenter erzählt man dir, nach 2 Jahren kannst du nichts mehr in deinem erlernten Beruf. Der Witz ist der, du sollst dich aber in diesem nichts mehr könnenden Beruf bewerben ständig, artverwandte Berufe dich bewerben, wo du noch weniger kannst und auch in Dingen oder bei Dingen, die du dir vielleicht selber angeeignet hast, wo du gar keine Zertifikation dafür hast, weil Zertifikation ist ja ganz, ganz wichtig in Deutschland. Und unsere Politiker, die eigentlich nie was Gescheites gelernt haben, die können komischerweise alles. Schon irgendwie eine haute Geschichte. Ja? Und vor allem können sie sich so hinterfotzige Geschichten wie Maut einfallen lassen. Die Maut an sich wäre ja noch nicht einmal das Grundübel, sondern die Art und Weise, wie man es umsetzt und wie man gleichzeitig wieder etwas mehr Kontrolle der Bevölkerung unterjubelt, ohne dass es die richtig realisiert. Okay, ich wünsche euch jetzt was. Bis demnächst, euer Proll.